Ciao, meine lieben Kreativen. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Bastelkanal. Heute habe ich mal wieder ein Tutorial für euch. Und zwar habe ich eine Karte gebastelt, eine Dankeskarte. Und jo, es ist ein Haus geworden, ein Kartenhaus. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier zwei A4 Blätter genommen, ein bisschen zugeschnitten, zusammengeklebt und dann gefalzt und gefaltet. Und dann ist das entstanden hier. Da habe ich meine Standschablonen genutzt, mit dem Fenster und dem Zaun und dem Baum. Und dann habe ich hier im Prägefolder genutzt mit den Steinen hier und mein Vögelchen mit einer Handstanze. Hier habe ich wieder was geschrieben. Vergiss die Uhr, entdecke die Zeit. Das ist auch eine Stanze von Stampin' Up, glaube ich, von Sizzix. Und diese sind auch von Stampin' Up, die Schmetterlinge hier. Ja, dieses ist ein Prägefolder, das habe ich ausgeschnitten, die Feder. Ja, wieder mit den Schmetterlingen. Und danke für die schöne Zeit, habe ich geschrieben. Und hier drinne unterschreiben denn die Damen noch. Für die Zukunft wünschen wir dir ganz viel Freude und Glück. Ja, und hier unten habe ich dann noch einen kleinen Text. Die Wellen der Zeit schaukeln die Augenblicke des Lebens. Nein, oh, ich kann meinen eigenen Text nicht lesen. Die Wellen der Zeit schaukeln die Augenblicke ans Lebensufer. Genau. Ja, so sieht das denn hier aus. Und dann haben wir das Dach. Dann drehen wir mal. Auf der anderen Seite haben wir eine Tür. Und einen Sticker. Und auch wieder die Steine. Den Fahrrad und Schlüssel und auch wieder einen Spruch. Wer Spaß am Leben hat, hat auch Spaß im Leben. Und beim hier aufmachen, liegen wir noch im Bett und trinken ein Käffchen. Ja, so sieht das aus. Hier oben habe ich nee, habe ich gar nicht. Das ist ja das Fenster. Ich wollte schon sagen, hier oben habe ich Washi-Tape reingeklebt. Nee, hier habe ich Washi-Tape reingeklebt. Bei dem Fenster hier oben. Das soll so Gardine darstellen. Und das hier, das ist auch so Bettwäsche aus dem Otto-Katalog hier. Bisschen Upcycling gemacht. Genauso wie das bei der Tür. Das ist auch ein Bildchen aus dem Katalog. Haben wir auch noch ein bisschen abgezeichnet. Ja, hier das Dach dann noch. Und dann gucken wir mal, was sich drinnen befindet. Ich habe hier so Klebepunkte. Wartet mal, die hat sie hingelegt. Ja, diese Klebepunkte hier, die kann man auch lösen, wenn man sie ein bisschen vorher mit. So, mit dem Finger oder mit der Hand so ein bisschen anschmiert, wollen wir sagen, oder ein bisschen Staub ranmacht. Und dann kann man das auf und zu machen. Jo, fusseln. Denn hier drinnen sieht es so aus. Glück kommt zu denen, die lachen. Genau. Und hier dann so. Kleines Kaffeekränzchen. Glück ist, wenn jemand an dein Glück denkt. Ja, wenn man Teechen kocht oder Kaffee oder gemeinsam sich einen schönen Nachmittag macht. Genauso ist das. Ja, sieht dann innen aus. Oh, da liegt noch ein Stück Papier drin. So, dann machen wir es mal wieder zusammen.
steht es wieder. So. Sieht es jetzt aus. Ja, gleich im Anschluss könnt ihr dann sehen, wie ich es gebastelt habe. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und ich wünsche euch eine wunderschöne Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen.